Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ja, ich beginne mit Vorschlägen von Bernd Rixinger und mir zum Thema Fahrplan für den Corona-Winter. Das ist, wie gesagt, ein Diskussionsaufschlag, den wir auch demnächst mit Landesvorsitzenden bei uns diskutieren und wo wir auch entsprechend halt Vorschläge unterbreiten. Weil natürlich war es so, am Anfang hatte niemand die Corona-Krise auf dem Schirm. Am Anfang musste im laufenden Betrieb und noch mit unvollständiger Faktenlage heraus gehandelt werden. Inzwischen haben wir mehrere Monate Erfahrung mit der Corona-Krise und wir wissen, dass leider auch noch mehrere Monate wir damit leben werden müssen. Umso wichtiger ist es, dass jetzt vorausschauend gehandelt wird. Und ich kann nur sagen, die Bundesregierung hinkt hier all den Entwicklungen hinterher. Man hat das Gefühl, die Bundesregierung liefert keine vorausschauende Planung. Und die Bundesregierung wird von allen Möglichen überrascht. Erst von den Reiserückkehrern, dann vom Schulbeginn und jetzt womöglich sogar durch den kommenden Winter. Und ja, auch wenn diese Woche draußen noch mal höhere Temperaturen sind, sollte uns das nicht über eins hinwegtäuschen. Der Winter kommt, Winter is coming und damit kältere Außentemperaturen. Und die werden natürlich noch mal das Infektionsrisiko nach oben treiben. Und vieles, was jetzt über Treffen im Freien, Sitze im Freien geregelt wird, zum Beispiel in der Gastronomie, erschweren. Umso wichtiger ist es, dass jetzt der Blick auf das gelenkt wird, was man vorausschauend tun muss. Und erstens gilt natürlich soziale Härten abfedern, soziale Absicherung gewährleisten. Und da gilt das, was wir seit dem ersten Tag der Krise fordern, dass die Heldinnen und Helden des Alltags deutlich mehr verdienen als Applaus, dass die Ärmsten nicht aus dem Schutzschirm rausfallen dürfen. Und es gilt, dass sozusagen die Ignoranz der Bundesregierung gegenüber der besonderen Situation von Selbstständigen und Kleinstunternehmen aufhören muss. Alle bundesweiten Wirtschaftshilfen lassen einen wichtigen Faktor außen vor. Das ist der sogenannte Unternehmerlohn. Oder wie ein Unternehmer mir in Sachsen sagte, ja, wenn ich eine Maschine wäre, könnte man immerhin die Stromkosten für mich abrechnen. Leider Gottes bin ich aber ein Mensch und deswegen sind meine Lebenshaltungskosten nicht vorgesehen in den Wirtschaftshilfen. Das muss sich dringend ändern. Es braucht ja ein Überbrückungsgeld auch für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen. Zweite wichtige Säule eines Fahrplans ist natürlich, besteht darin, das soziale Leben zu ermöglichen. Und das will ich unterstreichen, oder wir wollen einen Gedanken unterstreichen, nämlich es braucht jetzt eine ermöglichende Politik, die schaut, wie auch unter Maßgaben von Corona-Schutzmaßnahmen soziales Leben stattfinden kann. Dazu muss viel mehr investiert werden in die 1-Euro-Schnelltests, die halt auch ein Zusammenkommen ermöglichen. Nun ist uns bewusst, dass die nicht so hundertprozentig sicher sind wie die Labortests, aber sie bieten schon eine große Gelegenheit, um potenzielle Superspreader rauszusortieren. Zweitens muss investiert werden in Luftfilter. Dass sozusagen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen muss Geld in die Hand genommen werden, damit die flächendeckend zum Einsatz kommen. Denn das, was heute noch in vielen Schulen gang und gäbe ist, dass regelmäßig geöffnet wird, dass bei offenem Fenster getagt wird, das wird immer schwieriger, je kälter es draußen wird. Und wir sagen, für die Gastronomie braucht es ein Leasingprogramm, damit sich gerade kleinere Unternehmen überhaupt den Einbau von Luftfiltern leisten können. Dann meinen wir, muss stärker auf Maskenautomaten gesetzt werden, auch im öffentlichen Bereich. Und für die Alten- und Pflegeheime braucht es eine Art Besuchslotsenprogramm. Hier muss ein Bundesprogramm aufgelegt werden, damit auch für den Fall, dass Infektionszahlen steigen und wieder mehr Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, wir nie wieder einen absoluten Shutdown in Pflege- und Altenheimen befürchten müssen, sondern dass halt Begegnungen und Treffen mit den Liebsten und der Oma ermöglicht werden, aber eben ohne, dass die Bewohnerinnen im Pflegeheim alle in große Gefahr kommen. Und das könnte man garantieren, wenn entsprechend immer wieder Sorge getragen wird, dass Begegnungen stattfinden auf eine Art und Weise, wo Virenbarrieren, Spucke-Schutz zum Einsatz kommt, dass extra Räume geschaffen werden und. All das ist im Detail hier aufgeführt und natürlich, das will ich hier nur kurz ansprechen, bedeutet auch der Kampf gegen Corona einen globalen Kampf. Wir werden den Kampf gegen Corona nur global gewinnen. Das heißt, die Bundesregierung steht auch in der Pflicht, sich dafür einzusetzen, dass der Impfstoff, wenn er denn jemals kommt, auch global allen zur Verfügung steht, auch den ärmeren Ländern. Und das heißt, er darf hier nicht durch Patente überteuert werden. Und natürlich muss die Weltgesundheitsorganisation durch eine dauerhafte staatliche Finanzierung über Pflichtbeiträge besser abgesichert werden. Und schließlich heißt es, Hilfen für Konzerne zu nutzen, um umzusteuern hin zu mehr Wirtschaftsdemokratie und hin zum sozialökologischen Aufbruch. Dazu passend, aber auch aus einem sehr traurigen aktuellen Anlass, möchte ich was zu der Situation im Flüchtlingslager Moria sagen.
Natürlich waren die Zustände in den Flüchtlingslagern generell schon vor Corona unhaltbar. Und jetzt kam halt noch die Gefahr durch eine Infektion hinzu. Schon lange vor der jetzigen Katastrophe haben wir als Linke über alle Ebenen mit einer Stimme gemeinsam Druck gemacht, dass Deutschland Menschen aufnimmt. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern gerade auch Menschen, die eine entsprechende Vorerkrankung haben oder gefährdet sind. Und man hätte die jetzige Situation vermeiden können. Es gab viele deutsche Städte, es gab deutsche Bundesländer, die gesagt haben, wir haben Platz, wir sind bereit, Menschen aus Moria aufzunehmen. Und Horst Seehofer als zuständiger Bundesinnenminister hat das permanent blockiert. Und deswegen sage ich in aller Deutlichkeit, Horst Seehofer ist Mitschuld an der jetzigen Katastrophe, an dem menschlichen Leid in Moria. Es ist jetzt höchste Zeit, dass die Bundeskanzlerin ihre Richtlinienkompetenz nutzt und klarzieht und endlich sozusagen Horst Seehofer dazu bringt, seine Blockadepolitik zu beenden. Ich finde, Angela Merkel muss jetzt zeigen, dass sie in der Lage ist, es wirklich zu schaffen. Ich will in dem Zusammenhang nur noch mal darauf hinweisen, dass die drei Bundesländer mit linker Regierungsverantwortung von Anfang an gesagt haben, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen, und sie wurden von Horst Seehofer blockiert. Am Wochenende hat der Parteivorstand getagt, und neben dem wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Thema Arbeitszeitverkürzung hatten wir auch in unserer Videokonferenz Gäste aus Weißrussland dazugeschaltet, und zwar zum Beispiel Sergei Kalakin, Pavel Kataschewski und Janina Husowskaja. Die sind alle drei von unserer Partnerorganisation in der Europäischen Linkspartei, übersetzt Fair World oder Gerechte Welt. Und sie haben uns zum einen berichtet über die schrecklichen Repressionen, denen dort die Demokratiebewegung ausgesetzt ist. Einer unserer Genossinnen selber war auch im Gefängnis, hat dort die Misshandlungen erlebt und hat sehr anschaulich und bedrückend davon erzählt. Wir haben auch von der Vielfältigkeit der Protestform gehört, also dass die Protestbewegung auch alle möglichen Formen nutzt, wie den Tag des Volksliedes zu nutzen, um zu singen und dann auch ein klares Zeichen gegenüber Lukaschenko zu senden. Und eins war, die gemeinsame Botschaft von unseren Gästen war, Lukaschenko muss gehen und es braucht jetzt freie Wahlen in Weißrussland. Und für uns als Linke ist klar, wir stehen dort an der Seite der demokratischen Opposition. Zum EU-China-Gipfel. Der steht an, und ich höre, dass im Vorfeld vor allen Dingen von Seiten der Bundesregierung angemahnt wird, China müsste Zugeständnisse machen beim Thema Marktzugang. Und nicht nur, weil morgen der internationale Tag der Demokratie ist, will ich doch an die Adresse der Bundesregierung eins ganz klar sagen. Ich hoffe, dass beim Gipfel zwischen EU und China nicht nur das Thema Marktzugang angesprochen wird, sondern dass es zuallererst um die Menschenrechte geht. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung gegenüber der chinesischen Führung eins sehr deutlich macht. Es muss Schluss sein mit damit, dass Uiguren als Minderheit in China eingesperrt werden in Lager. Es darf keine Repression gegenüber der Demokratiebewegung in Hongkong geben. Die Menschenrechte dürfen hier nicht nur unter Sonstiges aufgeführt werden, sondern das muss das erste Thema sein. Das erscheint mir dringender als das Thema Marktzugang. Gestern haben Kommunalwahlen in NRW stattgefunden. Und ich will natürlich als erstes all jenen danken, die dort die Linke gewählt haben, vor allen Dingen jenen, die dort Wahlkampf gemacht haben, die kandidiert haben, und auch all jenen, die über längere Zeit in NRW für die Linke in den Kommunen aktiv waren, sich stark gemacht haben für einen besseren Bus- und Bahnverkehr, für bessere Krankenhäuser und gegen explodierende Mieten. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW ein Warnsignal für uns sind. Wir haben heute früh bereits angefangen in den ersten Runden, wir müssen das gemeinsam kritisch auswerten. Und zwar nicht, um Schuldzuweisungen zu treffen, sondern weil eins klar sein muss, wir als Linke müssen in der Fläche deutlich besser werden. Und wir müssen aus diesen Ergebnissen auch für die Zukunft lernen. Es gibt Orte, und das gehört, glaube ich, auch zu einer ordentlichen Analyse dazu, wo wir gegen den Trend das Ergebnis halten konnten. Orte wie Dienstlaken, Bonn oder unsere Kandidatur in Köln bei den Bürgermeisterwahlen. Das sind nach ersten Anschein sind es die Orte, wo es uns gelungen ist, die großen bundespolitischen Themen konkret runterzubrechen und wirklich sozusagen authentisch vor Ort als Linke das zu vertreten.
Und ich glaube, das ist sozusagen meine ersten Gedanken zu diesen Wahlergebnissen ganz klar. Wir müssen uns viel stärker der Frage stellen, wie eine radikale kommunalpolitische Reformpolitik aussehen kann. Und ich glaube, ein weiterer Gedanke an dieser Stelle dann doch, es ist ja, hat in den letzten Wochen ja viele Spekulationen gegeben unter der Überschrift Qui Bono. Wem nutzt es? Eins können wir, glaube ich, nach gestern sagen, das Spekulieren über die Vergiftung von Nawalny hat auf jeden Fall nicht der Linken in NRW bei den Kommunalwahlen genützt. Abschließend zu anstehenden Aktionen, wo wir als Linke wieder ganz klar machen können, wie sozusagen eine linke Politik den Unterschied machen kann und wo Soziales und Ökologisches ganz praktisch zusammengedacht und erkämpft wird. Am Freitag finden bundesweit Aktionen statt zu einer Verkehrswende, ein Thema, wo es sowohl um mehr soziale Gerechtigkeit geht, wie um einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Und in der Gesellschaft wird das bereits von den verschiedenen Akteuren zusammengedacht. Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi sind da zusammen aktiv, um in diese Richtung Druck zu machen. Und zusammen mit Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi werden auch wir als Linke am Freitag aktiv sein. Heute Abend gibt es noch mal eine Videokonferenz für alle Aktivistinnen, wo wir uns zu den verschiedenen Maßnahmen verständigen. Und wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen oder zu schauen, was läuft da, dem kann ich nur unsere Webseite, Aktionsseite empfehlen, www.linke-verkehrswende.de. Das ist ein Beispiel, wo wir als Linke zeigen, Soziales und Ökologisches gehören zusammen und wir machen hier den Unterschied und machen Druck. Vielen Dank. Ja, Frau Palzer. Da scheint es ja auch eine eventuell unterschiedliche Linie in der Bundesregierung zu geben. Herr Seehofer und Frau Merkel treten da zumindest nicht so ganz unisono auf. Wie sehen Sie denn die Gesamtperformance der Bundesregierung, wenn es um dieses Thema Moria geht? Na, bis heute hat die Bundesregierung in Gänze Horst Seehofer da walten und schalten lassen. Und damit hat die gesamte Bundesregierung die Verantwortung für diese Katastrophe, weil niemand ist bisher Horst Seehofer erfolgreich in die Parade gefahren. Und es betrifft alle Kabinettsmitglieder und es betrifft natürlich auch Merkel. Gleichwohl, muss man sagen, der Impuls ging von Herrn Seehofer aus. Wenn jetzt Bewegung reinkommt in die Sache, ist das gut. Und ich finde auch, Angela Merkel steht in der Pflicht, als Bundeskanzlerin jetzt so, deutlich zu machen, dass sie ihre Richtlinienkompetenz wahrnimmt und dass man jetzt einfach, es muss eine humanistische Lösung für diese Katastrophe geben. Herr Bochum? Würde ich gleich anschließen. Wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang das Engagement der SPD und der Grünen? Frau Esken hat ja gestern noch quasi ein 24-Stunden-Ultimatum gestellt, fast. Jetzt sind wir bei 48 Stunden, aber es scheint Bewegung reingekommen zu sein. Wie beurteilen Sie da die Durchschlagskraft auch der SPD und der Grünen? Ja, ich nehme der SPD-Parteispitze ab, dass sie sich da vor Leidenschaft dafür einsetzt. Wie durchschlagkräftig das ist, wird sich am Ende in ganz konkreten Taten zeigen. Ich kann noch mal betonen, alle bisherigen Kabinettsmitglieder sind Herrn Seehofer nicht sozusagen dazwischen gegangen und haben gesagt, ey, diese Blockadepolitik muss hier mal aufhören. Also bisher hat es zumindest im Kabinett, da sitzt ja Frau Esken nicht, aber im Kabinett hat es bisher eine Duldung durch alle Minister gegeben des Agierens von Herrn Seehofer. Insofern muss sich da jeder Minister und jede Ministerin selbstkritisch befragen, wie stark sie da aktiv geworden ist. Ich kann nur sagen, für die linken Länder, für die Bundesländer mit linker Regierungsverantwortung, wir sind da sehr aktiv geworden, schon vor Monaten, bevor dort irgendwas brannte und haben guten, umsetzbaren Vorschlag präsentiert, der leider nicht zum Tragen kam. Wären Sie denn dafür, gegebenenfalls alle Flüchtlinge, alle 13.000 von der Insel Lesbos zu holen, nach Deutschland zu holen? Das sind ja Zahlen, 13.000 im Vergleich zu dem, was Deutschland bislang aufgenommen hat, sind das ja relativ wenig Menschen. Natürlich ist eine europaweite Lösung besser, aber man kann ja nicht mit Verweis darauf einfach nichts tun und die Menschen ihrem Leid überlassen. Insofern finde ich in der Tat, diese Lager müssen evakuiert werden, sie müssen in EU-Länder kommen und ich finde, da braucht es jetzt eine Koalition aller Länder, die bereit sind, Menschenleben zu retten und damit auch die Ehre der EU zu retten. Frau Palzer. Sie hatten ja auch zu NRW was gesagt. Das lief ja sicherlich nicht ganz so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie hatten Nawalny auch angesprochen.
Haben Sie eigentlich schon Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen in NRW, wie die das sehen? Also Gregor Gysi ist dort aufgetreten und hat Wahlkampf in Bochum gemacht. Stehen Sie da in Kontakt mit ihm und haben Sie sich mit ihm schon ausgetauscht, was das eventuell auch bewirkt hat, was er da gesagt hat? Na, mir geht es jetzt nicht um persönliche Schuldzuweisung für eine Person, sondern meine, hinterher kann man ja immer sagen, man ist schlauer. Mir geht es darum, welche Lehren wir als Linke daraus ziehen. Und wir haben heute, das ist jetzt ein bisschen früh, weil wir gerade noch das in die Wege leiten müssen, aber wir haben uns heute erstmal zwischen Partei und Fraktionsspitze verständigt und innerhalb der Parteispitze haben wir uns verständigt, dass wir dazu auch einen gründlicheren Austausch wollen mit denjenigen, die da in NRW den Wahlkampf geleitet haben, mit Fraktions- und Parteispitze, auch mit unseren Kommunalpolitikern und das wird auf der nächsten Parteivorstandssitzung angestrebt. Aber die Einladungen sind noch nicht raus, deswegen ist das jetzt ein bisschen voreilig. Glauben Sie, dass Sie das bis zum Parteitag hinbekommen, dass die Linke mit einer Stimme spricht? In solchen wichtigen politischen Themen meine ich natürlich. Na, ich kann ja sagen, bei der Migrationspolitik ist es uns gelungen und da waren wir gut und sind durchgedrungen und es hat uns als Partei gut getan. Und wir haben in den Monaten und Wochen, wo wir nach außen wahrnehmbar mit einer Stimme immer gesprochen haben, waren wir viel besser darin, linkes Agenda-Setting zu machen und linke sozialpolitische Themen wie die Vier-Tage-Woche zu setzen. Insofern kann ich nur sagen, alle in der Partei wären gut beraten, wenn man sich darauf verständigt, mit einer Stimme zu sprechen, weil es uns dann auch besser gelingt, die anderen politischen Parteien dazu zu bringen, sich an unseren Themen abzuarbeiten. Und zwar Themen, die uns als Linke in Gänze voranbringen. Herr Bochum. Noch zwei andere Themen ganz kurz. Haben Sie im Parteivorstand noch mal über den bevorstehenden Parteitag gesprochen, also darüber, wie der ablaufen soll, ob er so ablaufen soll wie geplant? Gibt es einen Beschluss oder sagen Sie, wir müssen dann doch noch ein bisschen dichter ran an den Parteitag? Und die zweite Frage, vielleicht war es auch nur ein Zungenschlag. Sie haben gesagt, Impfstoff, Corona und so weiter, wenn es ihn denn gibt, höre ich dann Zweifel raus, dass es, also glauben Sie, dass sich sehr verzögert? Nein, noch gibt es ihn ja nicht, einen noch keinen sicheren, flächendeckend getesteten Impfstoff. Also das Einzige, was wir hören, ist aus Russland und da hat man ja auf entscheidende Testphasen verzichtet. Das würde ich jetzt noch nicht als einen soliden Impfstoff, der global flächendeckend zum Einsatz kommen soll. Also gut, was wir bisher hören, ist ja auch, dass der Impfstoff erstmal nur den Krankheitsverlauf abmildert, aber ich will nur sagen, noch gibt es keinen, der flächendeckend mit gutem Gewissen zum Einsatz kommen kann, weil er getestet ist. Und wenn er dann da sein sollte, da gibt es ja unterschiedliche Aussagen, wie schnell das kommt, darf er eben nicht durch Patente nur dem reichsten Teil der Welt zur Verfügung stehen. Erstens, weil das generell nicht meine Art ist, an Weltpolitik heranzugehen, dass nur die reichen Länder sich schützen können. Und zum Zweiten muss man aber auch sagen, aus ganz egoistischen Gründen für die reichen Länder, weil inzwischen ist die Welt so sehr vernetzt. Wer glaubt, er könnte die Insel der Glückseligen in seinem eigenen Land machen, wie Donald Trump, der irrt halt einfach. Also dann wird der Virus einfach wieder über Umwege zurückkommen. Und deswegen, die Weltgesundheit ist nur so stark aufgestellt wie der ärmste Patient. Und deswegen heißt es, wir brauchen mehr globale Gerechtigkeit. Aber die zentrale Botschaft war, keine Patente auf diesen Impfstoff. Genau, und zum Parteitag, da hatten wir verschiedene Vorlagen, wir haben uns über den Zeitplan verständigt, wir haben auch nochmal das Sicherheitskonzept vorgestellt, wo wir nachgebessert haben, mehr Geld in die Hand genommen haben, eine größere Halle angemietet haben. Also er findet mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt, wo auch die Gäste, also faktisch keine Gäste kommen, die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt, nur sozusagen für diejenigen, die dort als Personal unverzichtbar sind, die Delegierten, die mit beratender Stimme und die Presse und ansonsten muss die Öffentlichkeit über einen Livestream hergestellt werden. Und wir gehen bisher davon aus, das ist auch die Rückmeldung, die wir haben, weil unser Hygienekonzept so stark ist, dass der stattfinden kann. Und wir haben auch keine Alternativoption, die wirklich funktioniert und demokratisch zu vertreten ist, als so einen Parteitag durchzuführen. Also weil die Alternative, eine Briefwahl zu machen, ist, wenn du ein ganzes Gremium wählen musst, hochkompliziert. Die Variante, auf Online-Wahl zu gehen, wiederum ist nicht mehr die Geheimheit der Wahl entsprechend abgesichert. Deswegen setzen wir darauf, dass der Parteitag stattfinden kann und sichern das eher über ein Hygienekonzept ab. Aber eine Alternative wäre schon, den zu verkürzen auf einen Tag und nur zu wählen und die politische Diskussionen online durchzuführen. Das stimmt, das ist aber nicht die Lösung, die wir politisch wollen, weil für eine Partei wie die Linke ist immer wichtig, dass zuallererst über Inhalte gesprochen wird und dann über Personal. Und das streben wir zum jetzigen Zeitpunkt an und können das. Und falls sozusagen es Verordnungen gibt, die das unterbinden, dann müssen wir uns neu verständigen.
Das war's, oder? Ich sehe keine weiteren Fragen. Genau, es gab eine, die ist aber schon so, nebenbei beantwortet worden. Okay. Und dann danke schön für Ihr Interesse.